Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind immer noch bei den Gefährten und sollen jetzt die Aufnahmeprüfung machen. Und dann müssen wir mit Score reden. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt will er mit uns reden. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich. Da seid ihr ja. Ja, da bin ich. Ihr wolltet mich sehen. In der Tat. Eure Zeit, so scheint es, ist reif. Was meint ihr damit? Letzte Woche besuchte uns ein Gelehrter, der angeblich weiß, wo ein weiteres Fragment von Wutrat zu finden ist. Mir schien er ein Narr zu sein. Aber falls er recht hat, verlangt die Ehre der Gefährten, seinen Hinweisen nachzugehen. Was hat das mit mir zu tun? Dies ist nur ein einfacher Botengang. Aber die Zeit ist gekommen, ihn zu eurer Prüfung zu machen. Schlagt euch ehrbar und ihr werdet ein wahrer Gefährte. Falkas wird euch auf dieser Unternehmung als Schildschwester begleiten, Welpe. Er wird euch alle Fragen beantworten. Enttäuscht uns nicht und passt auf, dass er nicht ums Leben kommt. Ja, wenn er nicht in irgendeine Falle reinrennt und dann tot ist, können wir das ihr gerne machen. Noch beweisen, Welpe. Also, ich hoffe, Falkas, dass ihr bereit seid. Werdet ihr mein Schildbruder sein? Sagt man mir zumindest. Mal sehen, ob ihr mich beeindrucken könnt. Ja, ich denke schon. Was ist Wutrat? Iskramor war der Held, der die Gefährten gründete. Wutrat war seine Waffe. Er kam aus der alten Heimat und tötete alle Elfen. Oder vielleicht auch nicht alle, da es ja immer noch einige gibt. Weshalb hat Skjör dies meine Prüfung genannt? Ich achte darauf, dass ihr ehrenhaft bleibt. Wenn ihr ehrenhaft und stark seid, kann ich euch Schwester nennen. Okay, wir treffen uns beim Staubmannsgrab. Trödelt nicht, Schildschwester. Gut. Falsche Taste. Objekte, wir müssen unsere Waffe wieder auswählen. Ich glaube, wir folgen ihm einfach mal. Ich habe so das Gefühl, es wird ein weiter Weg. Vielleicht mal auf die Karte schauen, wenn wir draußen sind. Und es regnet immer noch in Strömen. Und er läuft gegen einen Stuhl, jawohl. Egal. Wir finden das Staubmannsgrab auch alleine. Wir haben doch eine Karte. Nein, keine Zeit zum Hinsetzen. Wir müssen... Na, wir können doch auch hier gucken. Zum... Ach du Scheiße. Zum Staubmannsgrab. Das ist ganz schön weit weg. Na gut. Wir werden sehen. Nein, tut mir leid. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwardone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Okay. Früher oder später finden wir sie. Dann sucht ruhig. Hey, Falkas! Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Ja, das kann sein. Der Regen auch nicht. Ist Falkas also doch noch an dem Stuhl vorbeigekommen? Drachen haben über euch gesprochen und behaupten, ihr ein Drachenblut seid. Aber das ist doch gar nicht möglich. Dann schauen wir doch mal, ob Falkas uns den Weg weisen kann. Boah, es ist einfach schön. Es ist schön. Klar, wir könnten uns da jetzt auch irgendwie hincheaten oder irgendwas. Vielleicht kann man da auch irgendwo in die Nähe reisen.
Ich würde sagen, wir reisen einfach mit Farkast zusammen, zu Fuß. Da habe ich jetzt Bock drauf, einfach die Gegend noch ein bisschen zu erkunden. Ach schön, und diese Laternen. Der Mod ist echt schön gemacht. Und er kämpft mit einem Zweihänder wie wir. Finde, das macht ihn sehr sympathisch. Wow. Beeindruckend. Echt beeindruckend. Gehen wir vom Weg ab? Nein. Nur kurz auf die Karte schauen, wie weit wir schon sind. Wow, das dauert noch ein bisschen. Ha, der Drache liegt noch da. Ein Kampf. Ja, das war ein Kampf. Jetzt nicht mehr. Ah, genau, der hatte die Wache gefressen. Farkas? Weg ist er. Na gut. Dann machen wir uns halt selber auf die Suche. Ja, ich denke, wenn wir dem Weg folgen, werden wir schon irgendwo ankommen. Los, keine Pause mehr. Wir müssen den Weg nach Einsamkeit finden. Warum gehen wir überhaupt auf eine Hochzeit? Oha, ein kaputter Hof. Wow, aber der Himmel. Der Himmel. Sieht geil aus. So, nochmal auf die Karte gucken. Ja, also irgendwo müssten wir jetzt dann bald mal abbiegen. So, hier zum Beispiel. Schade, ich dachte, wir entdecken jetzt noch irgendwas Spannendes auf dem Weg. Mal schauen. Ja, die Richtung stimmt ungefähr. Gehen wir einfach mal weiter. Schlammkrabbe. Ah, mit dem Pferd wäre das jetzt natürlich voll Bombe. Fuß! Hoppala. Falscher Knopf. Soll vorkommen. Aber einfach eine geniale Spielwelt in Skyrim. Da oben, ist es das? Ist das das Staubmannsgrab? Oder was ist das? Staubmannsgrab, wir haben es gefunden. Jetzt fehlt nur noch Farkas. Ist er das da unten? Wir warten einfach mal kurz. Ja, das war er. Wir sollten weitergehen. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir gehen weiter. Und erkunden das Grab. Ja, sieht verlassen aus. Aber ich glaube, der Anblick täuscht. Und das erst vor kurzem. Seid vorsichtig. Ja, ganz ruhig. Hey, der Gold dabei. Sehr schön. Die Truhe. Nochmal Gold. Wir wollen ja irgendwann ein Haus kaufen. Oh, zweihändig verbessert. Sehr schön. Wie gesagt, ich werde die Bücher jetzt nicht mehr groß irgendwie anfassen. Ich werde einen Blick reinwerfen und dann ist auch wieder gut. Vorsicht bei den Grabsteinen. Ich möchte euch nicht auf... Euer Kopf gehört mir. Ja.
gar nicht. Ja gut, dann erledige du ihn. Wir durchsuchen. Er hat schließlich Gold dabei. Der hier vermutlich auch. Oh ja. Und ein Heiltrank. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Und bam. Den hätten wir zerstückelt. Ja, eine Nordstreitaxt. Auch cool, aber ich bleibe lieber bei meinem Schwert. Ja, yeah, hier war erst vor kurzem jemand. Alles voller Staub. Aber gut. Alter, streckt mir einfach seinen Arsch entgegen. Verbranntes Buch, beschädigtes Buch, alles uninteressant. Da ist ein Hebel und Heiltränke. Ausdauertrank nehme ich jetzt mal nicht mit. Knochenmehl. Weiß ich nicht, wofür wir das brauchen. Ja, ich könnte jetzt den Schalter umlegen. Aber muss ich den umlegen für? Anscheinend. Also gut. Dann legen wir den Schalter um. Kein gutes Gefühl dabei. Wusste ich. Jetzt schaut nur, was ihr euch da eingebrockt habt. Keine Angst. Rührt euch einfach nicht vom Fleck. Ich finde den Auslöser schon. Was war das? Es ist Zeit zu sterben, Hund. Wir wussten, dass ihr kommen würdet. Euer Fehler, Gefährte. Welcher ist das? Das ist egal. Wenn er diese Rüstung trägt, stirbt er. Euch zu töten wird eine ausgezeichnete Geschichte abgeben. Keiner von euch wird lange genug leben, um jemanden davon zu erzählen. Holy shit. Alter. What the hell? Ein Werwolf. Und? Hier können die ganzen Leichen. Silberne Hand. Was das wohl heißt? Ich hoffe, ich jage euch keine Angst ein. Was war das? Ein Segen, der einigen von uns erteilt wurde. Wir können wie wilde Bestien sein. Furchteinflößend. Werdet ihr mich zu einem Werwolf machen? Nein, nur der Zirkel hat das Bestienblut. Stellt eure Ehre unter Beweis, um ein Gefährte zu werden. Augen auf die Beute, nicht auf den Horizont. Wir sollten weitergehen. Die Drauge machen uns noch Probleme. Ja, dann werd doch einfach wieder zum Werwolf und schlachte alle ab. Gut, der hat nur Gold dabei. Der hat Gold dabei. Oh, Bier. Bier nehmen wir mit. Hat der noch dabei? Ah, silberne Hand. Was das wohl wieder zu heißen hat? Egal. Ach, das war der Hebel. Schauen wir mal, wo wir jetzt weiterkommen. Oh. Ist da jemand? Lassen wir die Spielchen. Haha. Der hat auch wieder Gold dabei. Und einen Bogen. Brauchen wir alles nicht. Kann ich das lesen? Uninteressant. Ich dachte, das gibt irgendwie Erfahrung oder so. Ja, bisher kommen wir doch gut durch. Lassen wir die Spiele. Autsch.
Oh, der hat gut Gold dabei gehabt. Oh, und der hat auch gut Schaden gemacht. Wo ist der Gegner? Da ihr oben, mit dem Bogen. Wir sollten weitergehen. Yeah. Sollten wir. Silberschwert, aber das ist wertvoll. Nehmen wir einfach mal mit. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu viel mitnehmen. Ja, ich glaube, das sind wir noch weit von entfernt. Oh, eine Meistertruhe. Ja. Hm. Scheiße. Na gut. Ja, Schlossknack. Oh, ein Geldbeutel. Den nehmen wir natürlich mit. Und Kohle ist auch nie falsch. Gut, schauen wir mal. Eine Urne. Dann müssen wir wahrscheinlich... Was? Ja, du stehst im Weg. Müssen wir wahrscheinlich darunter. Immer weiter rein in den Dungeon. Na, durchsuchen. Der sah schon so untot aus und der auch. Ich mache mich aus dem Staub. Und zack. Genug von euch. Immer diese silbernen Hände. Na komm, nehmen wir auch noch mit. Oh, warte mal, die Schuhe. Ah, Eisen, schwere Rüstung. Ich wollte ja eigentlich bei leichter Rüstung bleiben. Die ist schon nicht so wertvoll, die Nordkriegsaxt. Eine Truhe. Und die haben wir aufbekommen. Naja, toll, 9 Gold. Naja, mehr wie nix. Wow. Sieht gut aus. Fledermäuse. Jetzt gehört ihr mir. Wer gehört hier wem? Ist da jemand? Yeah, ich. Hallo. Oh, Bier. Bierherr. Und Krankheitsheilung. Das ist doch mal super. Mögen euch die Götter verdammt. Okay. Wieder Gold. Das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Und es geht noch weiter runter. Oh, Druckplatte. Ihr gehört mir. Ihr gehört mir. Yeah. Zweihändig verbessert und BAMS! Aufgespießt. Das finde ich gut. So, der hat ja auch noch ein bisschen Gold dabei. Eine Truhe, Gold und Heiltrank. Was ist das hier? Keine Ahnung. Ich nehme einfach an, dass es hier weitergeht. Die Krypta. Oh, wir sind bald drin. Also durch. Wenn es eine Krypta gibt, dann ist man ja eigentlich schon wieder fast am Ende. Ihr gehört mir. Ja. Silberner Zweihänder. Sieht gut aus. Wo? Das wird wunderbar. Ich hab so das Gefühl, da ist noch irgendwo jemand. Wenn es nur der Trauge hier ist. Ah! Guten Tag. Oh, Wein. Und ein Silberschwert. Oh nein, und der Trauge auch noch.
Da flog das Schwert durch die Gegend. Das finde ich gut. Gegengift stoppt andauernde Gifteffekte, meinetwegen. Den Zweihänder nehmen wir wieder mit. Und Ruhe. Seelenstein, Zaubertrank. Ja, komm, egal. Wie sieht's denn eigentlich gerade aus? Wie viel können wir noch mitnehmen? Wir sollten weitergehen. Ich wollte nicht mit dir reden, Farkas. So gut. Ich wollte nur das Gold. Das Gold. Ich bin mir nicht sicher, wo wir lang müssen. Darüber? Also gehen wir jetzt erstmal hier lang. Hoppala. Alter, ich mache meine ganzen Dietriche kaputt. Gibt's doch nicht. Ich will hinter diese Tür. Jetzt hat. Und was finden wir da? Ein Gegengift. Ernsthaft. Gut, Froschsalze können wir vielleicht noch, Knochenmehl. Alter, das hat sich ja überhaupt nicht rentiert. So richtig nicht. Aber das ist eine Truhe. Gold, Schlüssel zum Staubmannsgrab. Scheint kein Fehler zu sein. Ich nehme an, wir müssen weiter. Eine Ratte. Ein Skewer. Alter, die sind so widerlich. Yippie-ay. Stufenaufstieg. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir gehen nochmal auf Gesundheit. Und schauen mal, was wir da so zweihändig noch machen können. Erfordert 40, erfordert 20, aber den haben wir schon, oder? Erfordert 50. Ja, dann warten wir noch. Vermutlich hier. Oh nein, Spinnen. Bin vergiftet worden. Shit. Aber es sieht genial aus. Einfach genial. Der Skewer geht mir jetzt gerade mal ziemlich am Arsch vorbei. Da war doch nochmal einer. Keine Ahnung. Uninteressant. Alter, wie groß ist denn dieser Dungeon? Wir gehen aber schon noch richtig, oder? Ich nehme es an. Oh. Hast du nochmal so... Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Aber wir haben ein Wort der Macht gelernt. Feueratem. Nehmen. Fragment von Wutrad. Sehr schön. Ja gut, die sind es nicht ganz so wertvoll. Dann sollen wir jetzt nach Jorvask zurückkehren. So, die hätten wir. Gibt es hier irgendeinen Grund, warum wir hier oben noch einen Weg haben? Ja.
Ich habe keine Ahnung. Es muss doch hier oben irgendwas geben. Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist noch eine Truhe. 70 Gold ohne goldene Kette. Oh ja, nehmen wir mit. Ja gut, jetzt sollten wir langsam ein bisschen aufpassen wegen unserer Draglasch. Es scheint so, als würden die nicht wollen, dass wir hier gehen mit dem Fragment. Sagt doch einfach, wenn es euch nicht passt. Kommt da der nächste? Nee. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier irgendwas machen. Da ist doch irgendwas dahinter. Ah, jetzt macht es Sinn. Kaboom. Gut, die loote ich jetzt aber nicht alle. Weil sonst werden wir nochmal fertig. Staubmannsgrab, wir sind zurück. Und wir wurden von der silbernen Hand angegriffen, was auch immer das bedeutet. Gut. Wären wir hier? Gehen wir raus? Farkas, ich würde sagen, wir sehen uns in Weißlauf. Kann ich mit dem reden? Wir müssen nach Jovasker zurückkehren. Ja, wir müssen da zurückkehren. Es ist immer noch dunkel. Es sieht immer noch verdammt geil aus. Und wir speichern. Denn das war's mit der heutigen Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet doch mein Video und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir zurück nach Weißlauf gehen. Bis dann, ciao!